Verärgerung in Europa über den neuerlichen Hinweis, was die NSA sonst noch sich rausnimmt. Beispiel: 666 Third Avenue New York. Hier residiert die Botschaft der Europäischen Union seit einem Jahr in neuen Räumen. Die NSA soll sich die Baupläne organisiert und alles verwandt haben und sie habe Zugriff auf die Computerzentrale. Reaktion aus der Kommission in Brüssel: Öffentlich kein Kommentar, im Parlament Bestürzung. Ich finde es unerträglich und ich glaube, dass es nicht hinnehmbar ist, dass Freunde in dieser Weise abgehört werden. Dies ist nicht hinnehmbar und deswegen dürfen die Vereinbarungen, die die Bundesregierung jetzt verhandelt, dass deutsche diplomatische Vertretungen nicht abgehört werden können, dass in Deutschland nicht abgehört werden kann, muss etwas, etwas derartiges auch mit der Europäischen Union durchgesetzt werden. Da muss dann auch gesprochen werden, wohl über das neue US-Generalkonsulat in Frankfurt. Auch von dort habe die NSA abgehört. Sollten die Fakten stimmen, wächst das Misstrauen zwischen Europäern und Amerikanern weiter, schlechtes Zeichen für das transatlantische Verhältnis, das gerne und oft beschworen wird, zuletzt beim G8 Gipfel in Nordirland.